Hallo und herzlich willkommen bei Alu. Es geht weiter, genau. Und wir sind gerade auf der Suche nach einer Tüte Eis, einem Stift und einem Zettel, fällt mir auch noch gerade ein, damit uns der eine Mann von der Tankstelle erzählen kann, wie wir Alu machen können. Verschlossen. Eine dumm grinsende Spielfigur. Am liebsten würde ich ihr die Augen ausreißen. Frag mich, wie das wohl befestigt ist. Der Spielzeugladen ist geschlossen. Hier arbeitet übrigens der Tigger. Ja, zu dem muss ich später noch hin. Das ist eine Stahlluke, die nach unten führt. Sie ist verschlossen und hat, wie sollte es anders sein, keinen Griff. Das Funst zu dieser ollen Linsen hat sich mal irgendein ach so toller Krefelder Künstler ausgedacht. Und nun müssen wir sie auch ewig in unserem Stadtbild ertragen. Danke, Powerade. Ein Gummibaum. Das Material wäre prima für Schläuche geeignet, wenn man es nur irgendwie umformen könnte. Ebenfalls Gummi, welche mir A. nichts zu fressen einbringt und B. schon gar nichts zu saufen. Also weiter jetzt! Na sowas, eine weitere Parkbank. So, mal runter. Das ist noch gelinde ausgedrückt. Ich entdecke nichts Wissenswertes. Diese Stelle scheint genau unter dem Gully mit dem Gummibaum zu liegen. An der Wand ist ein Stahlbalken befestigt, welcher an einem Seil hängt. Das schleppe ich sicherlich nicht mit mir rum. Das funzt so nicht. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Unter den Augen und dem Mund ist nur ein ordinäres Straßenhütchen. Das funzt so nicht. Das funzt so nicht. Ein voller Putzeimer mit Schmutzwasser. Das sollte ich irgendwo los. Ich sollte den Eimer erst irgendwo ausleeren. Das werde ich dann nicht reintauchen. Mist. Bedeutet, wir müssen erst noch woanders hin. Also wieder. Der nächste Bus kommt in 3 Wochen, 5 Tagen, 2 Stunden und 29 Minuten. Oha. Ich habe eine Idee. Gib mir das mal mit. Das ist ein Gullideckel. Geht so. Ich bin aber überhaupt nicht sicher. Kann sein, dass das auch lange dauern wird. Ja. So, da machen wir den Straßenhütchen. Das Straßenhütchen und so als Trichter. Das funzt so nicht. Das funzt. An der Wand ist ein Stahlbalken befestigt, welcher an einem Seil hängt. Das funzt so nicht. Ich entdecke nichts Wissenswertes. Jetzt aber. Gut. Noch was, was wir benutzen könnten? Das ist nicht so was. Das ist irgendwie drehen. Das funzt so nicht. Das funzt so nicht. So. So, da hat eben gerade einer angerufen. Und jetzt geht's Diese auch nicht weiter. Linsen hat sich mal irgendein ach so toller weiterhin. Krefelder Künstler. Nein, nicht da rein. Ach, Mist. So, wie kriege ich jetzt Linsen gedreht? Also. Das funzt so nicht. Damit geht's nicht. Das funzt so nicht. Auch nicht. Das funzt so nicht. Kann
ich irgendwas vielleicht spielen? Der Laserpulver. Yeah. Er ist geschmolzen. Das Gummi ist in den Gully gelaufen. Mann, sind wir gut. Der Eimer ist voll mit Gummischläuchen. Yeah. Nehmen. Das schleppe ich sicher. Der Stahlbalken zusammen mit dem Straßenhütchen bilden eine prima Gießvorrichtung. Hab ich schon. Gut, dann lass mich da stehen. Ich glaube, vielleicht haben wir irgendwas mit Lorenz Simmel übersehen. Weiß ich glaube ich, wo wir Zettel und Stift herbekommen. Das ist nicht früher eingefahren ist. Ein leerer Überweisungsträger. Ein gelber Kugelschreiber. Ja, mehr brauchen wir doch nicht. Gut. Lass uns mal zur Tanke. Hier, hast du was zu schreiben? Hier, bitteschön, eine prima Wodka-Brennanleitung. Familienrezept. Vielen Dank. Gut, wollen wir uns mal angucken. Die Badewanne muss mit einer festen Gummimasse abgedichtet werden. Kartoffeln sind die Grundsubstanz für jeden guten Wodka. Ich benötige eine Badewanne, die möglichst groß ist. Gummischläuche dienen als Leitung in diesem Apparat. Die haben wir auch schon jetzt. Zum Heizen der Mischung soll ich eine Lavalampe benutzen. Und ich habe immer noch nicht das Eis. Jetzt fällt mir mal anrufen. Extrablatt! Ich werde mal die Homies anrufen. Mal sehen, was bei denen geht. Ja. Ja, ich. Was geht bei euch so? Laber nicht dumm rum. Besorg was Hartes zu saufen. Habt ihr eine Ahnung, wo ich eine Lavalampe herbekomme? Bei mir im Zimmer müsste eine stehen. Wo kann ich Material für eine Abdichtung kriegen? Das wirst du schon irgendwo finden. Oder meinst du, sowas fällt einfach aus deinem Fenster? Ja, ich glaube, das ist diese bestimmte grüne Masse, die wir bekommen haben. Wo gibt es Kartoffeln? Kartoffeln? Was sagst du, Kai? Ja, Moment, der Kai meint, der Olle, der hat noch welche auf dem Balkon. Ein neuer Stadtteil. Wisst ihr, wer eine Badewanne hat, die richtig groß ist? Die Tiggers haben eine, die man gebrauchen könnte. Frag mal bei denen nach. Wo findet man Krefeld Gummischläuche? In Spenn. Wisst ihr, musst du schon selber herausfinden, okay? Ja, die haben wir schon. Tschüss. Extrablatt. Wollen wir es doch erst mit Kartoffeln. Ich entdecke nichts Wissenswertes. Ich entdecke nichts Wissenswertes. Da. Dies ist eine seltene zweiköpfige Ratte, ein naher Verwandter von einem Geschöpf aus Seattle.
Das funzt so nicht. Olay T. Stein. In klein steht darunter, wenn ich mal nicht reagiere, bloß nicht nochmal klingeln, Alter. Ja, was denn? Olay, ich bin. Ben, was geht? Kai sagt, du hättest Kartoffeln da. Brauchst du die noch? Ich meine, du kochst doch eh nie. Kartoffeln? Wo sind die denn? Ja, hallo? Das frage ich dich doch gerade. Ja, Moment, ich schau mal.